Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Hört euch mal die Musik an, wie göttlich die ist. Boah, ich finde die... Den finde ich jetzt nicht so mega geil. Aber da gibt es ja glücklicherweise was für. Weg mit dir, so. Frage ist nur, was bringt uns das hier? Wir schauen uns jetzt jedenfalls nochmal um. Und, ja. Dann werden wir mit Hilfe dieses Roboters vermutlich die Karte holen und dann schauen wir mal, dass wir ins Meer hinausbrechen. Ja, ja, da ist wieder so ein Viech hier. Hier ist nichts, ne? Da hinten sind ein paar Insekten, aber ganz ehrlich, die sind mir egal. Blödes Viech, ey. Nein, nein, das wollte ich nicht, aber danke. Interessanterweise ändert sich die Musik hier gar nicht. Normalerweise in der Vergangenheit spielt sie ja viel lebhafter, ne? Also, wir fangen an. Ja. Auf geht's. Bzzz. Wir haben ja letztes Mal glücklicherweise endlich, ja, oder direkt, wisst ihr schon, kaputt gemacht, ja? Unsere Seele gestärkt und unser Schwert auch nochmal ein bisschen, beziehungsweise unser Schwert nicht, aber wir haben den Enterhaken erhalten, mit dem wir echt super endlich Backtracking machen können. Jetzt geht es, jetzt können wir die ganzen Dinger aktivieren und so weiter und so fort und das machen wir auch, sobald wir das nächste Mal im Volkohard sind, brechen wir auf eine Backtracking-Session auf. Aber bis dahin machen wir jetzt erst nochmal Story, das heißt, wir werden auch den 5. Tempel noch abschließen, bevor wir das machen. Und ja, das hier ist jetzt der Part Nummer 60. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ja. Ich habe mittlerweile, heute kam der Part 30 raus. Also im Endeffekt habe ich jetzt 30 Parts im Voraus aufgenommen oder einen ganzen Monat. Aber dieses Spiel macht halt einfach Spaß, ja. Das ist übelst das süchtig machende Game. Und ja, bis 64 werde ich noch aufnehmen. Das heißt, 34 Parts werde ich heute dann insgesamt im Voraus haben. Und wenn ich das habe, ja, dann kann ich vielleicht auch endlich mal wieder in Need for Speed aufnehmen und so. So. Endlich wieder auf See. Wie navigiert man da gleich? Ach so, mit Hilfe von Control Stick bewegst du dich voran. Hältst du A gedrückt, während du fährst, erhöhst du die Geschwindigkeit. Drücke B, um die Bordkanone vorzubereiten und dann A, um sie abzufeuern. Die Insel, auf der mein Haus steht, ist mit X markiert. Dort gibt es einen Pier, von dem aus du an Land gehen kannst. Fährt man da am besten? Ich nehme einfach mal den direkten Weg. Los geht's. Bzz. Ah, ist ja cool. Haben wir unendlich auf? Das ist cool, das gefällt mir. Oh oh, nee, doch nichts. Aber das gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr. Dass wir hier jetzt so einen coolen See eingebunden haben, Alter, ey. Man muss schon sagen, die sind echt verdammt kreativ, ja. Ich frag mich nur, wann der erste Gegner kommt, weil der ist sicherlich nicht weit. Ja, also den Pierre haben wir jetzt relativ gut erreicht. So. Aussteigen. So.
Sehr schön. Die erste Aufgabe haben wir geschafft und wir haben noch nicht mal mehr viel falsch gemacht. Haus des Kapitäns. Alter, das ist dein Haus. Ja, ja, ja. Erzähl es deiner Mutter. Und ich habe schon den ersten... ja, Stein wieder gesehen. Wir sind da. Mein Haus steht auf dem Gipfel. Bitte hole die Seekarte, die sich in meinem Haus befindet. Und pass auf die Monster auf. Da sind ein paar richtig fiese Biester dabei. Ich kann das Boot nicht alleine lassen, deswegen bleibe ich hier und warte. Ja. Oh, hier können wir auch direkt hinreisen. Das ist schön. Immer schön speichern, dass die Dinge aktiviert sind. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Was ist das? Achso, ja, das ist erstmal, das behalten wir. Ah, ich verstehe. Wissen wir ja schon, was der Käfer hier soll. Haha, du kriegst jetzt auf die Fresse, mein Kleiner. Und bye bye. Ah, es tut so gut. Da können wir auf jeden Fall hoch. Oh nein. Auf die Entfernung attackiert er uns noch nicht. Das heißt, wir können unseren Käfer hier nutzen. Alter, die Musik gefällt mir so gut da hier. Ich will eigentlich gar nichts sagen, ja, weil die so geil ist. Da geht's vermutlich wieder runter. Und weil wir so lustig sind, gehen wir jetzt nochmal zurück. Aus besserem Winkel und nehmen gleich dieses andere Viech auch noch mit. Aber ich bin doch richtig, wenn ich denke, dass ich mich da nicht hochziehen kann, ne? Ja, richtig. Geht nicht. Das ist eine Abkürzung nach unten. So, schauen wir mal, ob wir das hier jetzt hinkriegen. Frage ist auf jeden Fall, wie kommen wir an diese Truhe ran? Die andere Frage ist, kriegen wir dieses Teil da tot? Oh oh. Nein! Es reicht leider nicht. Sehr schade. Aber damit kann man leben. Ups. Das ist sehr ungenau. Bye bye. Und man sieht, unser Schwert ist stärker, denn wir können die jetzt auf einmal zerteilen, was vorher nicht ging. Ja, Käfer. Walte deines Amtes, bring die Viecher hier um. Bestimmt kannst du die Flügel oben abtrennen oder so. Huh? Also nicht? Was ist denn mit dir los? Käfer! Geht tatsächlich nicht, das ist ja doof. Moment. Können wir uns da hinhangeln von hier aus? Frage ist nur, was bringt uns das? Kommen wir von hier an die Kiste ran? Nö. Hä? Mir hat das nichts gebracht. Es kann höchstens sein, dass wir von hier an die Kiste rankommen oder so. Ah, ich höre ihn ja schon. Attackierst du uns endlich mal? Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber schön, dass das funktioniert.
diese Viecher sind. Ups. Sorry. Das war dämlich, das gebe ich offen zu. Ja, wie kommt man denn jetzt da ran? Ich möchte da hin. Ja, ja. Jetzt haben wir den Aufgang, den Aufstieg haben wir freigeschaltet. Wollen wir es mal versuchen? Ich meine, was soll schon passieren? Geronimo, das funktioniert nicht. Shit. Oh, fuck. Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Aber irgendwie müssen wir doch da hinkommen. Das ist das falsche Item. Das reicht auch nicht. Das heißt, wir müssen uns erst wieder da dran hängen. Das ist nicht weit genug. Check ich nicht. Dieses Seil nach unten hängt da auch nicht drüber. Oh. Also das, meine Freunde, ist jetzt ziemlich komisch. Ja, immerhin funktioniert das. Was? Wie soll das gehen? Eine Idee wäre höchstens, dass man sich vielleicht irgendwie... Kann man sich da vielleicht mal herabhängen? Okay, kann man nicht. Hier sind wir immer noch nicht nah genug dran. Wie könnte das gehen? Geht's vielleicht? Geht das vielleicht, dass wir im Versinken hier, dass wir hier... Glaube ich nicht. Nein, im Versinken geht das definitiv nicht. Okay. Gibt es dann vielleicht irgendeine Stelle? Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt vor allem, dass meine Maus wieder komplett falsch kalibriert ist. Da wollen wir hin, ne? Ja, keine Ahnung. Kriegen wir wann anders. Weiß ich jetzt auch nicht, was wir da jetzt brauchen. Ach, warte. Ich bin ja so ein Idiot. Eine Sache ist dann doch noch zu probieren. Frage ist, ob wir die auch hinkriegen. Boah, du schwebst echt ganz schön scheiße. Hat jetzt mal einer gesagt. Das will ich so nicht. Nicht? Was? Okay, das geht nicht. Ja, dazu reicht er, wie gesagt, nicht weit genug. Nee. Das wird sich wann anders noch zeigen, wie wir da rankommen. Kann ich eigentlich auch... nicht, was ich möchte. Beziehungsweise kann ich das denn machen? Nee. Shit. Warum springst du manchmal und manchmal springst du nicht? Kannst du dich nicht vielleicht einfach
einigen darauf, ob du springst oder nicht. Es geht ja wirklich. Also sowas nicht geplant, aber hey, es geht. Da sind doch schon wieder ganz viele. Ich hasse sowas. Auch hier keine Chance. Vielleicht fliegt ja irgendeiner von denen mal. Sieht man hier irgendwas anderes? Nee, ne? Hier ist es auch nicht möglich, dass man... Ja, wo geht's denn hier weiter? Ach so. Ja. Anderer Blickwinkel und auch hier sieht man absolut nichts. Ja, keine Ahnung. Wird schon irgendwie gehen. Aber bringt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt den ganzen Part daran festhalten und nichts erreichen. Ah, verdammt. Oh. Und sie haben Selbstmord begangen. Sie haben beide Selbstmord begangen. Ganz langsam. Die will ich nicht fangen. So. Meine. Wir haben eine Ranellameise gefangen. Ja, ist toll. Sehr schön. Wir haben Wasser in ihrem Bau. Blabla. Kennt man alles schon. Ja. Ey, 17 Stück. Chill, kleine Ameise. Chill. Ganz Ruhe. Ich mach dir nichts Böses. Ja. Würde ich doch niemals tun. Komme ich jetzt eigentlich einfach an dieses Herz ran? Na super. Da ist ja gar nichts drin. Oh, super, ey. Oh. Oh. Der hat ja ein Metallschild. Hey, Fei, was sagst du denn dazu? Dies ist ein Moblin mit Eisenschild. Ja, selten anzutreffender Gigant, nutzt einen riesigen Eisenschild, um sich zu schützen. Schild ist unzerstörbar, doch es scheint möglich, ihn als Trittbrett einzusetzen, um über den Moblin zu springen. Du hast diesen Gegnertypus noch gar nicht besiegt, daher ist eine Analyse unmöglich. Oh. Hä? Wie genau soll das gehen? Ja, ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Hä, wie soll denn das gehen? Hallo, guck mal bitte nicht irgendwo hin. Leck mich. Leck mich einfach. Oh! Einmal aufs Maul. Zweimal aufs Maul. Dreimal aufs Maul. Weg mit dir. Und diese Pflanze hat wie alle anderen Pflanzen auch Glibber in sich. Okay. 22 Stück von denen. Ja, damit kann man viel basteln. Gut. Wir haben einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 wert. Was für ein Glück. So. Schauen wir mal. Das könnten wir greifen. Dann würden wir nach unten kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt will. Ich will nicht was anderes. Das sollte nicht jetzt möglich sein. Es ist auch möglich. Yeah. Wuhu. Wir werden natürlich diesen Block gleich aktivieren, damit er uns gar nicht erst stört. So, Items.
So, und hoch mit uns. Und dann werden wir den vermutlich höchsten gelegenen Block aktivieren. Yeah. 3000 Meter über Normal Null. Knapp unterhalb des Hauses vom, wie auch immer der Typ heißt. Ich habe seinen Namen vergessen, das war irgendein Kapitän. Das ist schön, dass das funktioniert. So. Und hier geht's wieder zurück. Was soll denn machen, um hier wieder hochzukommen? Was steht da? Oh. Oh. Okay, wir werden das mit der Peitsche lösen. Bye bye. Da ist, glaube ich, tatsächlich das Item einfach besser, wenn man das wechselt. Aber ja, was haben wir denn hier? Peitsche, hä? Und der Vogel ist der Hinweis. Ah, okay. Whatever. Oh, und der fliegt jetzt tatsächlich weg. Ach so. Ich verstehe. Ja, ja, ich verstehe schon. Der fliegt jetzt immer da hier dazwischen. Ja. Nimm mal bitte. Danke. Alter Vater. Oh Gott. Ja, das habt ihr euch ja fein ausgedacht, ey. Kapitän, dein Haus ist... Das könnt ihr vergessen. So blöd bin ich nicht. Ja? Wer ist denn da? Tja, so blöd bin ich leider nicht. Das wäre ja ziemlich dämliche Aktion. War ziemlich gemein. Wenn du halt einmal runterfällst, dann hast du ganz schön Gelus. Ist hier eine Bombe? Wieso habe ich den Bomben ausgewählt? Ich habe doch meine Bomben gar nicht gewählt. Hallo? Super, der Schaden war absolut unnötig, weil ich sicher das letzte... Also hallo? Warum hatte ich denn Bomben? Ey, das kotzt mich so an mit der Itemauswahl, ja? Das sind einfach so Sachen, die nicht sein müssten. So, und jetzt sind wir endlich an dem seinem Haus. Halt mit total unnötigen Schaden, aber naja, der hat bestimmt hier irgendwo einen Sessel oder so, wo man sich setzen kann. Oh, nice. Langsam, ganz langsam. Nein, einer ist abgehauen. Ah, verdammt, ich wollte eigentlich schon zuschlagen. Hätte ich sie beide gekriegt. Verdammt. Ärgerlich. Noch einer? Ja, der Rest ist abgehauen. Dann wollen wir mal. Was findet sich hier drin für ein böses Monster? Ah, okay.
Das waren erstmal die bösen Monster. Und hier ist garantiert auch irgendwo noch so ein Stein. Wir haben einen Bernstein-Halbmond gefunden, ja. Wir wissen doch gar nicht, was das ist, weil wir haben auch erst 100.000 von denen. Oh, nur 31, ja, okay. Ja, bei 31 kann schon mal sein, dass man das auch vergisst. Hier irgendwo muss es noch die Möglichkeit geben, dieses Land, also den Teil hier wieder in die Vergangenheit zu sensen. Hä? Gibt's den echt nicht? Nee. Das gibt's ja gar nicht. Nö. Nicht? Hm. Allerwichtigstes erstmal heilen. Gebieter, ich muss dich ermahnen. Ausruhen kannst du dich später. Jetzt solltest du erstmal die Seekarte suchen. Halt die Klappe, Fei, was willst du von mir? Da hast du deine Seekarte, okay? Oh, ich bin Fei. Ich darf mit ihm singen, deswegen bin ich ja so wichtig. Bla bla bla, das interessiert mich voll. Gebieter, das war ja gut. Ein Glück hast du dich beeilt. Ja, komm, wir bringen sie zurück zum Kapitän. Sieh nur, Gebieter. Auf diesem Schiff ist Nairus Flamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90%. Das ist eine interessante Info, danke. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. Da heult Fei auf einmal... Boah, unser Schwert ist echt viel länger. Entschuldigung. Natürlich. Der war ja überhaupt nicht erreichbar, der Krug. Krug-Zerstörungsception. Yeah, jetzt haben wir alles kaputt gemacht. Sehr schön. Steht da nix? Lieber Papa, alles Gute auf der Arbeit. Der Roboter ist ein Papa? Ist ja krass. Aber hier ist leider sonst... Ich wusste, dass das geht. Jetzt möchte ich wissen, wieso das geht. Wieso geht das hier? Wieso ging das? Ich check das nicht. Naja, egal. Egal. Wir müssen jetzt nur irgendwie gucken, dass wir diese Truhe noch öffnen können, weil ich will die haben. Die ist bestimmt nicht schwer. Wow. Seht es euch an. Das große, weite Meer. Toll, die ganzen Viecher leben natürlich alle wieder. Und wir könnten uns hier jetzt abkürzen, aber ich will darunter. Wie komme ich denn da hin? Wenn ich hier mit Anlauf abspringe, glaube ich nicht, dass ich irgendwo ankomme. Andererseits muss es doch Sinn ergeben, warum hier... Ja, warum ist hier... Keine Ahnung. Sollen wir es einfach mal mit Anlauf versuchen? Das ist nicht euer Ernst. Es geht halt einfach wirklich, ja? Geil! Sehr schön.
wissen wir also auf jeden Fall schon mal, wie wir an die Truhe rankommen. Ja, das ist ja total easy. So, wir haben einen silbernen Rubin erhalten. Er ist sagenhafte Runde Rubine wert. Okay, ob ich den jetzt unbedingt gebraucht hätte, weiß ich auch nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall zurück, das ist schön. Gut, jetzt gehen wir noch zum Kapitän zurück. Gehen wir nicht auf die Nerven. Oh oh, verdammt. Aber es hat noch gereicht, sehr schön. Herzen hätten wir auch hier noch wieder. Und dann speichere ich und ich würde mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dahin, Servus.